Herbstmarkt im Kulturgarten Tressow am vergangenen Samstag. Bei herrlichem Sonnenwetter folgten zahlreiche Besucher aus der Region der Einladung des Kulturgarten.com e.V. Der gemeinnützige Verein hegt und pflegt das Grundstück und hat sich neben den nachhaltigen Gärtnern vor allem einen sehr sozialen Zweck auf die Fahnen geschrieben. Der Zweck des Vereins ist eigentlich, die Leute aus dem ländlichen Raum zu motivieren, zu bewegen und einfach Möglichkeiten zu schaffen, sich zu treffen, ganz zwanglos. Und da, glaube ich, haben wir in den letzten 2 Jahren schon so einige Angebote gefunden, die wirklich ankommen. Wir haben angefangen mit unserem Frauenfrühstück im März mit 20 Frauen und sind jetzt bei 46, 48, wo wir dann leider auch sagen müssen, unsere Kapazität ist erreicht, meldet euch nächsten Monat wieder an. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn jeder rausgeht und sagt, ich komme gerne wieder. Das mit dem gerne wiederkommen gilt übrigens auch für einige Standbetreiber hier beim Herbstmarkt. Nicole Röhl-Profittlich war bereits beim Sommerfest im Kulturgarten dabei und lieferte insbesondere mit ihren Gartensteckern aus Keramik einen echten Verkaufsschlager mit weiteren positiven Folgen. Ich habe ganz viele Leute, die Interesse daran hatten, das selber mal auszuprobieren. Und deswegen machen wir jetzt ab nächste Woche einen kleinen Keramikkurs. Ich glaube, das Erste, was wir machen, sind entweder Vogeltränken oder Keramikstecker. Ist ja beides ganz interessant für die Leute, die hier tätig sind. Und ja, wir probieren das mal aus. Apropos probieren, das konnten die Besucher des Herbstmarktes auch. Und zwar aus einer riesigen Auswahl an leckeren Kuchen, die weder gekauft noch von den Vereinsmitgliedern gebacken waren. Wir haben ja heute viele verschiedene Stände, ihr habt ja einige schon gesehen. Und eine Standgebühr von 5 € ist ja irgendwo langweilig und wir müssten alle selber backen. Und da haben wir gesagt, wir machen das anders. Wir nehmen als Standgebühren Kuchen. Wer backen kann, wer es nicht kann, kann auch gerne eine Spende geben. Und alle kommen immer mit dem Kuchen. Dadurch haben wir ein richtig tolles Kuchenbuffet. Und natürlich auch ordentliche Einnahmen aus dem Verkauf. Die werden dringend benötigt, denn der Verein hat jede Menge Nebenkosten für das Gelände inklusive Gebäuden zu zahlen. Das fängt bei Versicherungen an und hört bei Heizung, Strom und Wasser noch lange nicht auf. Weil das Dach hier von diesem Gewächshaus ist nicht mehr ganz dicht. Wir haben auch schon ganz viel angefragt nach Sponsoren. Wir haben selber schon uns Kostenvoranschläge machen lassen. Das Material für das Dach ist nicht der Preis. Also da würden wir mit 600 bis 800 € dabei sein. Aber es muss jede einzelne Scheibe ausgelöst werden, muss wieder neue Gummis bekommen, wieder neu eingefügt werden. Und dazu braucht man so eine Hebebühne und viel, viel Arbeitszeit. Und da haben wir bis jetzt noch keinen gefunden, der gesagt hat, genau das machen wir für euch. Weitere Unterstützung ist also gefragt, damit der Verein den Kulturgarten in Schuss halten kann. Nicht nur finanzieller, sondern auch zupackend handfester Art. Das jedenfalls wünscht sich der Vorstand des Vereins. Erstmal ein paar jüngere Mitglieder, die uns auch wirklich mal bei der Arbeit auch unterstützen können, weil wir eben alle Rentner sind und können körperlich meistens auch nicht mehr ganz so. Da wünschen wir uns schon, dass noch ein paar junge Leute auch mal kommen oder auch nur mal helfen. Wir hatten ja letztes Wochenende einen Arbeitseinsatz, es waren aber 25 Personen hier zum Helfen. Das war schon ganz gut, aber eben auch alles nur Ältere. Es müssen wirklich Jüngere noch kommen. Wir hoffen, dass wir noch ein bisschen Unterstützung kriegen hier auch aus der Gemeinde. Das sollte doch nun wirklich möglich sein, vor allem da der Verein den Menschen der Region mit seinen regelmäßigen Veranstaltungen sehr viel gibt. Neben den monatlich stattfindenden Frauenfrühstücken und den Skattreffen für die Männer ist der Kulturgarten jeden Freitag ab 14 Uhr für gemeinsames Gärtnern, kreativ sein oder auch einfach Kaffee trinken und miteinander ins Gespräch kommen geöffnet. Ein paar ganz besondere Veranstaltungen gibt es in diesem Jahr auch noch. Wir haben jetzt im November noch das Adventskranzbasteln. Da haben wir eine Floristin, die da uns wirklich professionell anleitet und jeder dann den so gestalten kann, wie er das möchte, ob als Türkranz oder Adventskranz. Wir haben unseren Weihnachtsmarkt und für Vereinsmitglieder machen wir hier eine Silvesterfeier. So, dass wir gesagt haben, es muss nicht jeder zu Hause sitzen und um 10 vorm Fernseher einschlafen, sondern wir setzen uns zusammen hin, machen ein Mitmachbuffet. Jeder bringt mit, was er denkt und ich denke, das wird ein schöner Abend. Also, wer Silvester in herzlicher Gesellschaft erleben möchte, schnell noch Mitglied im Verein werden. Für alle anderen gilt,
Ein Besuch im Kulturgarten Tresso lohnt sich zu jeder Jahreszeit.